Heute im Finale werden die Influencer um den Sieg kämpfen. In einem Gebirgsbach in der freien Natur werden sie an ihre Grenzen gehen müssen. Oha! Oha! Achtung, dein Kopf! Mit am Start Berliner Influencer-Model Robert White, Social-Media-Star It's Official Marco, TikTok-Entertainer FM Daniel, Wuschelkopf und TikTok-Creator Salimo und der CEO auf Straßenumfragen Dustin TT. Nach dem Minigolfen geht es für Robert und Daniel direkt zur finalen Challenge. Hier wird sich entscheiden, wer Influencer am See gewinnen wird. Für die Challenge erhalten die beiden wärmende Neoprenanzüge. Ja, also es wird doch langsam warm, merke ich. Aber es ist echt eng, Mann. Also wirklich. Wie ein Latexanzug. So Jungs, wir sind jetzt hier extra ins Allgäu gefahren für eure letzte Challenge. Und zwar werdet ihr jetzt Tubing machen. Das heißt, ihr werdet mit einem Tube, also mit einer Art Donutreifen, einen Gebirgsbach runterfahren. Was die Challenge genau ist, werdet ihr unterwegs erfahren. Die Person, die sich bei der Challenge besser schlägt, bekommt dann den Punkt für die Gesamtwertung. Danach werden wir uns wieder treffen, die Punkte zusammenzählen von den letzten Challenges und schauen, wer Influencer am See dieses Mal gewinnen wird. Es wird jetzt ein bisschen eine kältere Challenge, aber das schafft ihr und es wird auf jeden Fall actionreich. Also freut euch und ich drücke euch die Daumen. Leute, es regnet draußen, ne? Das müsst ihr wissen. Es sind irgendwie 12 Grad und es regnet draußen und wir müssen ins Wasser. Schafft ihr. Das sind auf alle Fälle eure Tubes. Da sitzt ihr drin. Ja. Je näher ihr an dem Tube lang paddelt, desto eher fahrt ihr geradeaus. Wenn ihr einen riesen Bogen außenrum die ganze Zeit macht, dann kann es sein, dass ihr es euch nur im Kreis dreht. Wenn ihr in irgendeine Richtung fahren wollt, dann guckt am besten in die Richtung und bringt eure Füße in die Richtung und peilt die dann einfach nur so an. Falls Hindernisse kommen, lehnt euch zu den Hindernissen hin, die ihr rammen wollt. Das heißt, schön mit der Schulter reinlegen. Und wenn ein Stein kommt, den ihr rammt, dann schubst euch das in die andere Richtung ins Wasser rein. Wenn ihr dann im Wasser liegt, nehmt ihr bitte die Wildwasserschwimmposition ein. Das heißt, ihr klemmt euch euer Paddel, das ihr hoffentlich noch in der Hand habt, hier rein und haltet euch oben in der Schwimmweste fest. Füße dann den Fluss runter. Dass, wenn Steine kommen, dass ihr euch mit den Füßen abstoßen könnt und das nicht im Gesicht machen müsst. Wenn ihr im Wasser seid, bitte nicht an irgendwelchen Ästen oder anderen Dingen festhalten. Die Strömung ist relativ stark, das Wasser drückt euch dann einfach unter Wasser und dann kriegt ihr keine Luft mehr, logischerweise. Deshalb habt ihr aber auch Schwimmwesten, dass ihr schön oben bleibt. Ich habe Rettungsmaterial dabei, falls ihr es braucht. Falls ihr Hilfe braucht, komme ich auch zu euch her. Ich habe auch einen Erste-Hilfe-Kasten und so weiter. Das heißt, da sollte nichts passieren. Bruder, am Sonntag! Andere gucken. Am Sonntag! Und wir gehen jetzt hier irgendwo warten, in den Bach und bei so einem Wetter, ich friere mir den Arsch ab. Was die Challenge genau beinhalten wird, werden die zwei erst unterwegs erfahren. So, das Wasser muss jetzt... Das Wasser muss jetzt auch oben in den Anzug reinlaufen, dass eure Körperwärme das aufwärmt, dass, falls ihr das nächste Mal reinfallt, dass es nicht gleich so kalt ist. Das heißt, ihr wärmt das jetzt auf schöne 40 Grad auf dann, in 2 Minuten oder so, und dann ist es euch mollig warm. Das heißt, ihr legt euch ja einfach hin. Nein. Einfach schön hier rein. Alles gut. Ah! Oh mein Gott! Daniel, jetzt bist du dran! Vergessen Sie mal so. Oh. Mit Hinterkopf! Daniel, hab ich doch! Ah, es ist kalt! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Finalisten müssen im Gebirgsbach Challenges meistern, um letzte Punkte zu sammeln. Die Ergebnisse der einzelnen Challenges erfahren die Influencer aber erst am Ende. Ey, ich bin hier stecken. Ich bleib hier stecken. Jungs, ich bleib hier stecken. Wartet auf mich. Jungs! Hallo! Ich steck hier fest. Auf einer Seite paddeln. Auf einer? Ja, so auf der Seite paddeln. Ich hasse mein Leben! Ich hasse es! Hallo, Deutschland, Merkel! Hey, Bruder! We'll be right back.
ganz am Anfang war das gar nichts für mich, weil es so unnormal kalt war und ich wusste gar nicht, wie man das steuert. Aber jetzt macht es irgendwie Todesspaß. Falls ihr das auch mal irgendwann machen wollt, wirklich macht das. Das macht wirklich so doll Spaß. Bei der ersten Challenge gehen Robert und Daniel in die Fluten. Sie müssen sich in der mitreißenden Strömung ohne Tube auf dem Rücken treiben lassen. Oha, 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 oh mein Gott, Daniel, let's go, komm! Warte, ey! Achtung, dein Kopf! Oh mein Gott! Also, nächste Challenge für euch beide ist, mit euren Tubes die Stelle runterzufahren. Müssen wir sowieso machen. Und dann kommt die erste Steinmauer, bei der ihr gerade rumgedreht habt und rübergeschwommen seid, ja? Und dann kommt die zweite. Da hinten. Ja. Und an der einfach vorbeikommen, ohne dran zu stoßen. Was? Ja. Anschließend sollen die Finalisten mit den Tubes an einer Steinmauer vorbeifahren, ohne diese zu berühren, trotz der starken Strömung. Oh! Gib uns mal ein kleines Zwischenfazit, wie du es findest. Ganz geil. Also am Anfang war es echt kalt, aber jetzt macht es echt Spaß. In der letzten Challenge müssen die Jungs an einer Stelle mit sehr starker Strömung ins Wasser springen und ans Ufer schwimmen. Wer weniger abtreibt, gewinnt die letzte Challenge. 3, 2, 1, go! An der Ausstiegsstelle angelangt, geht es zurück, wo die Jungs erstmalig die Ergebnisse der einzelnen Challenges erfahren werden. Liebe Influencer, jetzt seid ihr noch zu zweit hier im Finale. Das heißt, einer von euch ist Platz 1, einer von euch ist Platz 2. Was ihr schon mal mega gut gemacht habt, dass ihr euch wirklich den meisten Sachen mit voller Hingabe hingegeben habt, gepowert habt, dass ihr jetzt auch hier im Finale steht. Ganz viele andere mussten die Ferienvilla schon verlassen und sind schon viel früher nach Hause gereist. Ihr durftet Ballon fahren, Feuerwerk erleben und vieles mehr. Daniel, was war denn bisher dein schönstes Erlebnis hier bei Influencer am See? Also wirklich von allen das Krasseste, das Schwerste, das alles war genau das, was wir gerade gemacht haben. Es war das Herausforderndste, was wir bis jetzt in diesem Influencer am See gemacht haben und das war das Allerkrasseste, wo wir wirklich, wirklich uns anstrengen mussten und alles geben mussten. Also das, ich kann verstehen, wieso ihr das als finale Runde genommen habt. Robert, wie hat dir das Tubing gefallen? Also da gebe ich auf jeden Fall Daniel recht, das war wirklich das Allerkrasseste von allen. Ich weiß nicht, ob sich Daniel auch so gefühlt hat, aber ich dachte die ganze Zeit, ich wäre in irgendwelchen Survival-Dingen drin. Ich habe mich so, keine Ahnung, als wäre ich so alleine und muss da überleben. Ja. Du bist so in der Wildnis, so bei so einem Bach und schwimmst da rum. Und wir haben ja auch 3 Challenges dort gemacht. Die waren auch alle so heftig und es war auch so unnormal kalt. Dieses Wetter hat so ein bisschen reingeschissen. Aber es war trotzdem mega, mega cool und das Krasseste von allen. Heißluftballon, gutes Wetter und zum Schluss sowas. Ja. Trotzdem habt ihr euch ganz gut geschlagen.
auch die Challenges, die ihr gemacht habt. Ihr habt ja jetzt hier im kalten Wasser noch 3 Challenges gemacht, waren am Ende sehr knapp, wer da gewonnen hat und wer nicht. Und auch die Sachen davor waren ziemlich knapp. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt gewinnen würdest? Meiner Mutter eine Sprachnachricht machen und sagen, Mama, ich habe gewonnen. Was würdest du machen? Auch genau das gleiche mit meiner Mama, meinem Manager direkt Bescheid sagen und mich einfach, ja, freuen. Jetzt steht die Entscheidung fest. So, ich greife mal hier runter. Das ist der Award für die Person, die Influencer am See diese Staffel, die erste Staffel, gewinnen wird. Warte, bevor du den Gewinner bekannt gibst, ja. Ey, egal wer jetzt der Gewinner von uns beiden ist, Bruder, wir bleiben immer Brüder. Ja, natürlich. Und egal wer gewonnen hat, ich gönn dir das und du mir gönnst das auch. Ja. Sollen wir schnell machen oder wollt ihr noch ein bisschen warten? Ja, komm, mach. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal schnell, weil mir ist auch kalt und ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen Herzpochern. Okay, Robert, bei dir Influencer am See, am Anfang lief es überhaupt gar nicht gut. Nein. 0 Punkte, aber du hast dich dann wieder gefangen. Daniel, bei dir lief es am Anfang eigentlich ganz in Ordnung soweit. Zwischendrin auch meine Challenge ausgelassen, aber an sich trotzdem fleißig Punkte gesammelt. Wir haben aber einen Gewinner, der feststeht. Influencer am See, die erste Staffel, hat gewonnen. Robert White. Wow, herzlichen Glückwunsch! Gott, Alter! No way! Ich hab gewonnen! Ich habe einfach gewonnen. Ich hatte 0 Punkte am Anfang. Ich war der Loser ganz unten. Glückwunsch. Hier, dein Pokal. Der ist jetzt deiner. Oh mein Gott. Es war knapp, aber letztendlich hast du dich durchgesetzt. Deswegen wirklich herzlichen Glückwunsch. Aber Daniel, du bist nicht umsonst im Finale. Du hast dich jetzt auch dem kaltesten Wetter hingegeben. Deswegen für dich den verdienten und stolzen Platz 2. Mega geil. Also er hat es auf jeden Fall klar verdient, auf jeden Fall. Er war viel besser als ich in manchen Challenges, auf jeden Fall. Also wo wir nur noch zu zweit gegeneinander gespielt haben. Deswegen verdient der Sieg auf jeden Fall. Und Dankeschön auf jeden Fall, dass wir dabei sein durften. Großes Dankeschön. Und ich würde immer wieder kommen. Sehr schön, das freut uns. Robert, kleine Abschlussworte. Ein Wort, Influencer am See. Wie würdest du es beschreiben? Unfassbar. Wie würdest du es beschreiben? Unglaublich. An alle Zuschauer, die für uns mitgefiebert haben und so weiter und so fort. Ich danke euch, wir lieben euch über alles und wir schätzen jede einzelne Sache von euch. Und seid gespannt auf die nächsten Sachen, die noch kommen. Richtig, seid da auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank an das komplette Team hinter der Kamera, die das möglich gemacht haben. Weil im Wasser zu drehen ist auch nicht das Einfachste. Auf Boden zu drehen, in der Luft zu drehen, ist auch nicht so einfach. Vielen Dank an die ganzen Erlebnisveranstalter, die das Projekt möglich gemacht haben. Vielen Dank auch an unsere Partner, die das Ganze möglich gemacht haben. An der Stelle mega geil, sonst wäre das Projekt überhaupt nicht zu ermöglichen gewesen. Zum Beispiel für die Influencer, wenn ihr mal da seid oder hier eingeladen werdet, denn Leute, das Kamerateam, die Leute, die dahinter stecken, sind so herzensgute Menschen, auf jeden Fall wirklich von ganzem Herzen. Ich sag das von meinem ganzen Herzen und seid dabei. Noch mehr Influencer am See gibt es bei Instagram und TikTok. Um keine Folge mehr zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. An alle Leute, die nochmal hier waren und so, ich danke euch auf jeden Fall. Ihr seid alle echt nette Menschen. No joke jetzt, ehrlich, ihr seid echt korrekt alle, wirklich. Und ich würde immer wieder was mit euch machen.